Wie rechts tickt eigentlich Deutschland? Gar nicht so sehr. Zu dem Ergebnis zumindest kommt jetzt eine Meinungsumfrage des Allensbacher Instituts. Unabhängig von Parteipräferenzen wurde anhand von Kernthemen der Grad der Radikalität der Befragten ermittelt. Demnach neigen nur 2% der Deutschen eindeutig zu rechts- oder linksradikalen Thesen. Allerdings haben 12% stark rechte Ansichten. Bei 7% sind sie linksideologisch. Daneben gibt es aber eine breite Mitte von 37% und gleich starke Lager rechts und links davon. Interessant, die Zahlen sind nahezu identisch mit einer Umfrage aus dem Jahre 2019. Max Hermes, uns aus dem Berliner Regierungsviertel zugeschaltet. Ja, Max, die Zahlen sind ja interessant. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt nochmal auch auf die aktuellen Umfragewerte der AfD gucken? Ist dann doch das nur ein kurzzeitiges Stimmungshoch, was die da einfahren? Das bedeutet vor allen Dingen, dass diejenigen, die jetzt AfD wählen, dass die für die anderen Parteien nicht verloren sind, dass das Wählerpotenzial für die anderen Parteien durchaus besteht. Denn diese Umfrage zeigt ja auch, ca. 50% der AfD, die sind erst einmal verloren. Die sind rechtsextrem oder die haben starke rechtsextremistische Tendenzen zumindest. Diese Menschen und diese Wähler kann man aktuell nicht zurückgewinnen. Aber die andere Hälfte, die anderen rund 50%, die wählen die AfD vor allen Dingen, weil sie mit der Politik der anderen Parteien nicht zufrieden sind. Und als das bestimmende Thema nennen die Menschen dort das Migrationsthema, also den vermehrten Zuzug von Migrantinnen und Migranten. Also, dass da viele nach Deutschland kommen und dass da zum Teil in manchen Kommunen Unterkünfte entstehen, die etwa genauso groß sind wie die Einwohnerzahl. Beispielsweise das Dorf Upal. Das sind Zustände, die Menschen zur AfD treiben und auch die teilweise gefüllten Turnhallen, teilweise Schulen, die nicht mit dem Zustrom klarkommen. Also all das regt die Menschen auf und das bewegt sie dazu auch aus Proteste, die AfD derzeit zu wählen. Aber diese Menschen sind eben nicht verloren. Die anderen Parteien können sie gewinnen. 78% sagen in der Umfrage, sie sind unzufrieden mit dem, was die Parteien abliefern. Sie wählen aus Protest die AfD und mit gutem Regierungshandeln im Migrationsthema, möglicherweise aber auch in anderen Themen wie beispielsweise Inflationsbekämpfung, bezahlbarem Wohnen, kann man diese Menschen zurückgewinnen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.